Heute mit einer Legung für dich. Und zwar für dich und deine Zwillingsflamme. Und ich habe hier die sieben mitgebracht, denn ich werde sieben Päckchen hier rausmischen. Und wir schauen jetzt mal, was so dein siebter Sinn von Wahrheit dir verrät. Lass uns schauen. Und natürlich die Herzkarten habe ich auch dabei. Und es geht wirklich darum, ich freue mich heute besonders, denn ich habe Geburtstag und ich darf mir wünschen. Und ich habe am siebten Geburtstag, wie du siehst, auch die siebener Zahl heute. Ich liebe die sieben. Und ja, siebte, zweite ist ja die neun, die Quersumme. Lass uns beginnen heute. Konzentriere dich. Also, wir schauen jetzt für dich und deine Zwillingsflamme. Ich mische jetzt einfach sieben Päckchen heraus, ja? Was hältst du davon? Das ist jetzt mal also ganz, ganz anders. Und ich bin mal gespannt, was die Karten so sagen, ja? Generell, so für dich, also dein siebter Sinn verrät dir alles. So, hoppala! Uiuiuiuiuiui. Also da wirst du wirklich coole, tiefe Erkenntnisse bekommen und wahrscheinlich wirkt auch noch der Mond nach, ne? Also der Vollmond wirkt noch nach, denn wir haben jetzt Vollmond gehabt, also wie gesagt im Löwen an dem 5. Und ja, vielleicht warst du auch dabei bei dem Mondritual. Oder bei dem Webinar kann ja auch sein, dass du dieses Loslass-Webinar mitgemacht hast. Und jetzt schauen wir, was verrät dir dein siebter Sinn, ne? Bezüglich deiner Zwillingsflamme. Ne? Also ich habe jetzt mal die anderen Karten dabei. Und ich bin jetzt mal gespannt, was die so sagen. Sollte nicht so eine große Legung sein. Also gib mir noch ein bisschen Zeit, bis sich das hier so richtig, richtig einpendelt. Na, und dann wird ja auch regelmäßig die Videos dann geben, aber nicht mehr jeden Tag. Jeden Tag habt ihr die Shorts und also ab und an, also dreimal die Woche mindestens lege ich euch die Karten, ja. Und außer ich komme mal ganz spontan. Oh, es zeigt sich auch die Schlange hier. So die Erkenntnisse, ja. Was verrät dir dein siebter Sinn über deine Zwillingsflamme? Ja, lass uns schauen, was verrät dir dein siebter Sinn über deine Zwillingsflamme? Und ja, wir schauen jetzt mal tiefer in die Materie hinein. Ja, tiefer in die Materie rein. So. Ich kann dir jetzt schon, also wirklich schon so ein bisschen sagen, er arbeitet an der Heilung, ja, so, und auch an Vergebung, an Heilung, weil das ist wirklich eine tiefe Gefühle hat er beiderseits und er hält sie noch im Verborgenen, so nehme ich das wahr. Und es geht um Vergebung, vergib und vergiss, das Leben ist zu wertvoll, um es sich zu verderben, ja. So, jetzt schauen wir weiter. Also es geht hier Stück weit wirklich darum, also deine Zwillingsflamme möchte hier natürlich eine feste Verbindung, aber er weiß, er müsste wirklich eine Entscheidung treffen. Es kommen Gefühle, die unaufhaltsam sind, ein Strom der Gefühle, der auf ihn zukommt. Also auf jeden Fall. Das ist doch schon mal hier bei deiner Zwillingsflamme. Also es geht auch ein Stück weit darum, er fühlt sich in momentaner Situation noch in seinem Leben ein Stück weit auch wirklich gefangen und er hofft auch, dass sich das unverhofft, also zum Positiven, wendet das Ganze, also vielleicht auch eine unverhoffte Geld bekommt oder eine Veränderung kommt, denn er hat hier wirklich Kummer und er zerbricht den Kopf, der hat auch eine Erwartungshaltung seit längerem, also seit 3 Monaten.
Was ich jetzt hier generell sehe, also ich sehe jetzt hier, also der ist richtig in Aufbruchstimmung und auch wenn er noch nicht so wirklich weiß, wie, aber er spürt diese Veränderung und da kommt dieses Durchbruch. Er verriegelt seine Gefühle, Liebe kann man ja nicht aufhalten, definitiv. So, dein siebter Sinn sagt dir, auf jeden Fall, du machst, dein siebter Sinn sagt dir, der macht sich auch trotz all dem wahnsinnig viele Gedanken. Er macht sich wahnsinnig viele Gedanken über eine Enttäuschung und ob der stark genug ist, diese Enttäuschung, falls es jetzt in euer Leben kommt, auch überstehen kann. Und er macht sich auch Gedanken, wie er dieses Gleichgewicht beibehalten kann. Denn alles kommt jetzt in die Balance. Daran denkt er. Ja, und wie geht's denn weiter? Also ich sehe jetzt hier schon weiter, dein siebter Sinn verrät dir, dass es hier wirklich einen Neuanfang geben wird. Und also du fühlst dich da auch total voller Energie, total jung und du weißt auch, der ist hier wirklich ein gutherziger Mann und du weißt auch, der wird sich auf den Weg machen. Das verrät dir dein siebter Sinn. Und du weißt auch, es wird romantisch, auch wenn du noch so ein bisschen Angst hast oder halt auch so ein bisschen hier dieser Mond eine Rolle spielt. Aber du weißt, du hast dann Kraft für Wachstum, Stabilität. Auch er, dass jetzt wirklich diese Wachstum und Stabilität in eure Beziehung kommt und dass ihr also auf jeden Fall Geduld habt, denn die Zeit ist wirklich, der Geduld ist noch gefragt. Dein siebter Sinn verrät dir auch wirklich, dein siebter Sinn verrät dir auch, dass du auch mehr deine Intuition lauschen sollst, folgen sollst. Dann kommt das große Glück, wenn du hier von allem diese falsche Denkweise rauskommst und auf jeden Fall offiziell hier die Gerechtigkeit da ist, dann kommt auch wirklich alles in Gang, also positiv. Also kommt die Wende auch in Gedanken, sollst du etwas verändern, denn da kommen die Sterne, unterstützen dich. Und wenn es auch bei euch gekracht hat, da gibt es Momente, wo du das Gefühl hast, es gibt gar kein Zurück. Doch, also die Offenheit, du bist seine Sonne, er macht sich auf den Weg zu dir. Dein siebter Sinn verrät dir, oh, es wird ein Date geben. Dein siebter Sinn verrät dir, ja, der ist so hier, zeigt sich so leicht, locker, wie so dein Liebhaber. Auch wenn das jetzt hier noch blockiert ist, dein siebter Sinn sagt dir, es ist wirklich eine Entscheidung notwendig, damit es auch wirklich stattfinden kann, eine innere Einstellung ist wirklich hier richtig, das weißt du. Und du weißt auch hier, wenn sein Herz eingefroren ist, ja, also dass er wirklich vom Angst hat, von dieser wahren Liebe sein Herz zu öffnen. Und es geht um die Erntezeit, deine Arbeit und Geduld wird belohnt. Und die Glücksbringer, du darfst dir was wünschen, dein Wunsch geht dann in Erfüllung. Also du weißt, also das geht hier mit euch auch wirklich in der Erfüllung, ja? So, und dein siebter Sinn verrät dir auch, dass du auch wirklich ankommen wirst mit deiner Zwillingsflamme und er auch mit dir. Und dein siebter Sinn verrät dir auch, egal wie du dagegen kämpfst oder er, wie sehr dagegen kämpft, ja, die Liebe ist da. Love. Ja, ich liebe dich. Und schau mal, es kommt ein Ja. Und nur die Liebe kann dich befreien. Lass das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Wow, gigantische Entwicklung. Also ich finde das mega. Ich finde das krass. Also was so alles dein siebter Sinn so für dich verrät, finde ich total schön. Also, dann wünsche ich dir heute auch einen tollen Tag. Ich werde mir auch einen schönen Tag gönnen. Und natürlich freue ich mich, wenn du das nächste Mal auch dabei bist und ja, auch wieder einschaltest oder meine Shorts oder meine Gedichte anschaust. Und wenn du natürlich einen persönlichen Termin bei mir haben möchtest, jederzeit gerne, melde dich ganz einfach spontan bei mir. Ich sage danke und bye bye.